super. Tonio ist nicht so scharf darauf, mit mir zusammenzuarbeiten. Was hat er für ein Problem? Juli, komm. Du bist die Therapeutin. Und Julia ist ja viel rumgekommen und ist in die Großstadt und hat studiert und hat gelernt. Und jetzt ist sie sozusagen so gestärkt, dass sie sich traut, zurück nach Tölz zu ihrer Familie zu kommen, um das alles sozusagen in ihre Heimat zurückzubringen. Juli, meine Kleine. Und bitte. Ja. Warum hast du mich eigentlich als einen Freund, nicht als deinen Freund vorgestellt? Wem? Deinem Pfarrer. Die Kirche zahlt mein Gehalt und du bist immer noch verheiratet? Noch. Ja, Paul. Ganz oder gar nicht? Mit Paul, da steckt Julia in der Krise, weil Paul ist verheiratet. Wir haben gar nichts besprochen. Wir haben das gemacht, was wir immer machen. Ja, und es war sehr, sehr gut. Ja, aber auch sehr, sehr falsch. Das ist ja sozusagen, sie ist selbst die Affäre. Aber sie glaubt halt an die Liebe. Tonio! Tonio! Morgen! Was denn du da? Ich habe mehrmals geklingelt. Ja, Toni und Julia haben sich lange nicht gesehen. Und das seit ihrer Jugend nicht mehr. Und da gab es viele verschiedene Dinge zwischen den beiden, die noch unausgesprochen sind. Und natürlich ist da eine tiefe Sehnsucht dahinter. Aber das Wichtige ist, dass Julia wahnsinnig viel Respekt hat vor dem Job, den er tut.